Hallo, ich bin's, James Foggin, James der Gärtner. Und heute werde ich eine Edelrose schneiden, beziehungsweise eine hässlich vergreiste Versagerrose. So, hier haben wir eine etwas traurige Angelegenheit. Eine Edelrose, aber es könnte genauso ein Beetrose oder ein Bodendeckerrose, die nicht so toll wächst. Und ich möchte sie verjüngen. Und das mache ich, indem ich das, was hier ist, radikal zurückschneiden. Das erste aber, ich habe hier gesehen, dass das Holz hier beschädigt ist. Also das muss ich auf jeden Fall rausschneiden. So. Und jetzt, in diesem Fall möchte ich schauen, dass ich doch zu einem nach außen zeigenden Auge schneide, dass die Rose so nach außen wächst. Bei Edelrosen ist es sehr wichtig. Edelrosen sind sowieso sehr stark aufrecht wachsend und sie machen sehr lange Triebe. Sie sind ideale Schnittrosen. Diese Eigenschaften möchte ich fördern. So, ich guck mal hier. Das wäre ein ideal gelegenes Auge. So, ich schneide sehr tief zurück. Hier bei diesem Trieb, das Auge hier unten zeigt nach außen, also in diese Richtung. Ich schneide knapp oberhalb dieses Auge zurück. Hier bei dem Trieb, das Auge zeigt nach innen, also direkt nach diesem Trieb. Das will ich nicht. Ich will nicht, dass sie zusammenstoßen, aber hier unten ist noch ein Auge, zeigt nach außen. Also hier werde ich abschneiden. Ich hätte hier schöne Hexenfinger, aber die will ich nicht. Ich will diese nach außen zeigende Auge. Moment, ist das tatsächlich ein Auge? Ja, da. So, zack. Und dann wächst die Rose hier, 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 hier. Jetzt schauen wir uns die letzten zwei Triebe an. Hier, da habe ich ein gut gelegenes Auge, es zeigt in diese Richtung weg. Und dann hier, ich würde, und hier habe ich ein schlafendes Auge, ist ein bisschen dicker hier das Holz, dann schneide ich das Ding einfach weg. So, das sieht ein bisschen radikal aus, aber es tut der Rose gut. Sie reagiert, indem sie aus diesen wenigen nach außen zeigenden Knospen austreibt, und dieses Jahr macht sie kräftige, lange Stiele, die große Blüten hervorbringen, die ich sehr gut in der Vase verwenden kann. Also probieren Sie es aus zu Hause. Sie brauchen keine Angst haben, wenn Sie im zeitigen Frühjahr das machen. Die Rose überlebt es und bereichert uns mit einem sehr schönen Blüte. Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, dann schreiben Sie bitte unten in die Kommentare. Und weitere Filme zu gärtnerischen Themen gibt es rechts oben in dem Kasten.